Wie sicherlich einige von euch bemerkt haben, habe ich in den letzten Tagen dann doch wieder nichts hochgeladen. Und es lag natürlich daran, dass ich mich beim Schneiden weiterentwickelt habe, neue Sachen gelernt habe und einfach viel lernen wollte, um noch bessere Videos zu machen. Digga, das glaubt mir doch niemand, wenn ich das so erzähle. Niemand, bist du behindert? So, nach einer halben Ewigkeit spielen wir wieder BeamNG Drive und ich habe mir auch wieder einige neue Maps und auch Fahrzeuge, also Mods, hinzugefügt. Und ich würde sagen, wir starten mal mit der Better Grip Map. Auch eines, also es gibt ja die Grip Map und die ist einfach nur verbessert bei mehr Loopings. Gut, es gibt auch anscheinend ein neues Interface. Es ist ein neues Update. Ich kenne noch nicht alles. Hier kann man das Auto anscheinend selecten. Dann nehmen wir mal den Sunburst. Der Sunburst ist einfach ein tolles Auto. Nehmen wir den Police Officer. Oh. Oh. Alter. Alter. Was machen wir als erstes? Ah, ich habe eine Idee. Ich weiß immer noch nicht, warum sich die Kamera so Schwanz bewegt. Aber es ist auf jeden Fall so. Gut, wir nehmen einfach mal hier die. Versuchen mal den Looping hier mitzunehmen. Einfach wieder ein bisschen reinkommen und natürlich die Slow Motions, die nimmt man immer mit. Kablam. Yeah, boy. Der Sound klang ein bisschen dreckig irgendwie, aber egal. Ja, das ist doch schon mal erfolgreich gewesen auf jeden Fall. Dann resetten wir. Ich kenne immer noch nicht alle Hotkeys tatsächlich. Ich habe das Game gar nicht mehr gespielt. Also wirklich nicht angefasst eigentlich. Ich hatte diese eineinhalbstündige, die ich dann vor, keine Ahnung, 4 Monaten oder so hochgeladen habe. Die ging auch wirklich gut ab, also hätte ich eigentlich schon früher was Neues machen sollen. Ja, okay, vielleicht resetten wir nochmal. Vielleicht nehmen wir nochmal ein anderes Auto. Ich meine, wir haben ja mehr als genug Auswahl. Ich glaube nicht, dass wir auch nur ansatzweise alles durch, also alle ausprobieren werden. Auch nicht alle Karten wahrscheinlich. Ich habe erst einmal die Better Grid Map, glaube ich, ausprobiert. Oh. Oh. Eieiei, der rutscht auch. Der rutscht richtig. Alter, der ist halt auch echt, der ist echt laut. Guck mal da, das ist zum Beispiel eine Verbesserung von der Grid Map. Versuchen mal mit dem Rutschwagen hier da langsam, aber sicher hochzufahren. Es gibt auch Szenarios. Ich werde mal gucken, ob ich da irgendwas mal ausprobieren werde. Fahren wir mal hier lang. Wohin muss ich? Ich fahre mal nach links. Das wäre auch geradeaus. Es dauert so lange. Ah ne, hier sind nur Rampen. Das ist eigentlich relativ uninteressant. Man, Sucuk. Kann ich resetten? Zum Fick bin ich. Ups, das war der Pause-Button. Auch interessant, haben wir den nochmal gefunden. Wo bin ich? Warte mal, so einfach 100 mal resetten, dann kommt man ja, wenn die wieder. Nee! Erstmal wieder C drücken. Oh Gott, ich dachte, wir wären runtergefallen, hä? Der gibt halt echt. Es dauert 10 Jahre, bis er mal Gas gibt, aber dann geht's halt auch direkt richtig los. Ich könnte mal gucken, ob ich sogar. Ich habe noch so ein altes Lenkrad für die PlayStation. Ich habe keine Ahnung, ob man die überhaupt noch anschließen kann. Ich weiß nicht. Ich glaube, das gibt's gar nicht an Computern, gell? Das gibt's nur. Ah, oh, fuck, was? RIP-Stoßstange, aber die brauchen wir eh nicht. Go, 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 Alter, letzte Stage. Nee, doch nicht, schade. So, ich glaube, wir sind ganz oben, oder? Sieht vielversprechend aus. Ich wüsste gerne, wie ich meine Kamera drehen kann. Ich glaube, ich muss NAM anmachen, genau. Okay, hier kann man definitiv. Alter, oh nein! That's interesting. Ich glaube, ich bin ziemlich gefickt. Ich wollte K drücken und habe dabei nicht mehr auf die Straße geguckt. Okay, dann. Goodbye, goodbye to everybody. Wir sehen das jetzt mal hier in super slow motion. Ich komme noch nicht ganz mit der Kamerasteuerung auf dem Numpad zurecht. Ich benutze das Numpad generell ziemlich selten. Oh! Nein, ich möchte sehen. Hinten splittert die Scheibe schon mal. What the fuck? Die Kamera will nicht so richtig, wie ich das möchte. Dann benutze ich halt weiter mit dem Maus. Oh mein Gott, hier funktioniert ja nichts mehr. Santa Camera.
glaube, wir fallen jetzt erstmal weiter, ein gutes Stück. Wir wollen das in Super Slow Motion. 100 mal langsamer. Puff. Alter. Das Auto ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner als vorher. Oh ja, geil, Alter. Könnte ich schon fast als Thumbnail nehmen. Oh. Geil. Hit Car. And look at damage. Ich weiß nur noch, dass es auf C? Nein, das war die... Auf STG, genau, konnte man die Punkte nehmen, aber ich weiß nicht, wo man sieht, was beschädigt ist. Es gibt hier oben so eine Anzeige, aber nur manchmal auch. Oh, fuck, stimmt. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden, wie man seine letzten Reset-Point... Oh, das ist ein schöner Aufkroll, fällt mir gerade auf. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man seine letzten Reset-Pointe löscht. Deswegen, ja, passiert halt sowas manchmal. Dass sie da oben respawnen, meine ich. Ich meine, zur Not kann man immer einfügen spammen. Beautiful. Das wurde auf jeden Fall viel besser mit dem Resetten. Früher war das ziemlich nervig. Wir probieren das mal aus. Ich glaube, wir werden ein bisschen... Holy shit, Alter, meine Ohren. Sounds sind ein bisschen fragwürdig. Wir versuchen mal zur Rennstrecke, zu diesem Kreis zu kommen. Mal gucken, ob es da besser geht. Oh mein Gott! Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich werde mal ein Auto designen, was auch echt nice aussieht, gut nach einem Ferrari aussieht, also nach einem Rennwagen aussieht, aber... Guess what, guess what? Ich werde es so laut machen, dass ich mein... Alter, und vor allem wäre es halt... Es ist ja jedes Fahrzeug ziemlich laut hier. Und ich weiß, dass Formel 1 Autos auch von Natur aus sehr laut sind. Aber dieser Sound ist dann halt schon mal noch eine ganz andere Nummer. Boah, ist aber ordentlich schnell. Holy fuck, Alter. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt in der Fliege irgendwo reinfliegen, dann sind wir aber richtig ripp. Ach du Heiliger. Holy shit. Eieieiei. Nächste Karte. Nehmen wir mal die Ski-Jumping Map. So, wir sind jetzt auf der Ski-Jumping Map. Die hatte ich tatsächlich schon mal aufgenommen, aber mir ist die Aufnahme kaputt gegangen und das war auch der Grund, warum ich keinen Bock mehr auf die BMG eine lange Zeit hatte. Weil ich keine Aufnahmemöglichkeit hatte. Aber jetzt brausen wir wieder schön die Karten herunter. Oh Gott, das wird niemals reichen, oder? Alter, der fliegt ja wie ein Engel. Wie viel schaffen wir? Ein Engel! 125, Alter, nicht bad. Hatte ich nicht erwartet. Wir werden auch nochmal in First Person, vielleicht sogar. Also er ist verhältnismäßig heil geblieben, finde ich. Gut, dann gehen wir nochmal nach oben. Diesmal in First Person jumpen wir. Ich werde einfach Gas geben. Oh fuck, Alter, was sind wir? Also ich weiß, wir fliegen offensichtlich noch, aber wie lange? Oh! Wir sind auf dem Boden leider, also. Tja. War auch nicht so scheiße. Ich wünschte ja nur, ich hätte halt... Ich könnte sehen, wann wir aufschlagen praktisch. Dann würde ich in Slow Motion vielleicht mal auch machen. Wobei es, glaube ich, auch nicht so geil aussehen würde. Ups, was habe ich gedrückt? Ja. Probieren wir doch mal ein anderes Auto aus. Die Map ist generell nicht so... Man kann nicht so viel machen. Aber die Sache, die man halt hier machen kann, ist... Auto-Ski-Jumping. Der hat vorhin ziemlich gerutscht. Ich weiß nicht, ob der hier überhaupt was wird. Wir können ja mal hier so ein... Vielleicht hält der Spoiler ein bisschen down. Keine Ahnung. Die Luft... Also die... Pff, was war das denn, Alter?
Holy shit, war das ein Leck oder beschleunigt der wirklich? What the fuck? Ich hatte den noch nie ausprobiert. Oh, der hebt ja gleich ab, Alter. Ich kann nicht mehr lenken, meine Vorderreifen berühren anscheinend nicht mehr den Boden. Okay, nochmal. Aber wir denyen uns jetzt natürlich nicht unnötig den Aufschlag hier unten. Puh, Alter. Weg ist er. Yo, der ist platt. Eieiei, guck mal, da glitscht doch schon das erste. Ja, das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ja, aber wirklich nochmal. Es ist halt. Ich kann kaum bremsen. Ich glaube, der hat gar keine Handbremse, kann das sein. Ich versuche mich mal diesmal nur rutschen erstmal zu lassen und dann am Ende Gas zu geben. Ich hatte halt echt Alter, er hebt halt echt mehr ab, als dass er irgendwas anderes macht. Ich habe noch nicht einmal Gas gegeben bis jetzt. Holy shit, wir sind. Meine. What the fuck? Nein! Alter! Also, das sind auf jeden Fall nicht so viele Probleme, die unser Wagen hat. Probieren wir aber nochmal. Go! Ey, ich find, das ist ein geiles Detail irgendwie, ich weiß nicht. Mir gefällt's. Also wir rutschen einfach auf 160 Meilen pro Stunde, was irgendwie 240 km/h oder so sind. Ich weiß es nicht, kenne ich da jetzt nicht so gut aus, was die Umrechnung hat. Ich glaube, es sind 1,8 Kilometer, also eine Meile. Perfekt, Alter. Nee, ich glaube, das braucht man sich angucken, dauert wohl zu lang. Ich weiß gar nicht, gibt es schneller? Engine is off Starlink, das ist halt echt ziemlich lustig eigentlich. Also ich glaube, eine Meile sind 1,8 Kilometer und dann müssten ja eine Meile pro Stunde 1,8 Kilometer pro Stunde sein. Also letztes Mal sind unsere Reifen abgefallen, das würde ich gerne mal beobachten. Alter, wir schlittern halt echt. Ja, unsere Reifen. Ja, die fallen einfach ab durch den Drag praktisch. Also wir fliegen von der Rampe weg. Sie werden nicht mehr vom Fahrzeug praktisch festgehalten. Die sind wahrscheinlich schon rein technisch gesehen schon viel früher rausgefallen. Der ganze Rest vom Fahrzeug scheint noch echt intakt zu sein eigentlich. Nur die Hinterräder verabschieden sich halt wahrscheinlich. Und das wird auch noch häufiger wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob man das damit beeinflussen kann, aber ich habe die Erfahrung damit gemacht, dass man es beeinflussen kann, indem man Bremse und so drückt. Aber wir werden wahrscheinlich wieder gnadenlos rüberschlittern, obwohl ich ziemlich weit rechts diesmal abgesprungen bin. Oder? Nee, diesmal gehen wir aber auf jeden Fall auch viel früher runter. Ja, das ist einfach, die Bremse hier ist einfach rausgefallen. Deswegen, die Reifen sind schon praktisch weg. Holy fuck. Die Reifen sind schon praktisch weg, wenn wir überhaupt da unten abspringen. Ups, ich hab ihn ausgesucht. Es wobbelt einfach nur. Ich spawn's nochmal neu. What the fuck? Welchen Remix? Okay, dann muss ich wohl die Map restarten. Schade. Ich habe 2 Tage gebraucht, um überhaupt BeamNG zum Starten zu bekommen. Und das ist halt, also das hat ja extrem lange gedauert. Oh fuck, oh fuck. Okay. Da sehen wir den Boden. Okay, wir sind mit der Hinterseite aufgesetzt. Holy, dieses ganze Fahrerhaus wobbelt einfach nur vor sich hin. Fallen wir dieses Mal um oder nicht? Ah, schade, wir fallen um. Oh, oh, ja, okay, jetzt sind wir, glaube ich, doch RIP. Schade. Dann resetten wir und probieren noch ein weiteres Auto auf der Map aus und dann probieren wir nochmal was anderes aus. Sonst machen wir heute gar nichts mehr außer die Ski-Jumping-Map und den Grid. Könnt euch natürlich immer Sachen wünschen, wenn ihr BeamNG-Content kennt, was ich vielleicht mal vorstellen soll. Oder wenn ihr nochmal Ski-Jumping explizit sehen wollt als Video, wo ich einfach jedes einzelne Auto oder so hier drüber fahren lasse. Und vielleicht sogar Messergebnisse aufschreibe.
Oh, der fährt aber richtig. Der muss aber jetzt wirklich jumpen wie ein König, oder? Der ist ja Zucker. Ah, komm. Ja, okay, es bringt auf jeden Fall was, wenn man den Motor ausschaltet. Wir fliegen einfach weit übers Ziel hinaus. Oh shit, wir fliegen vor allem neben die Fahrbahn mal wieder. Ungültig! Hat's instant zerfickt. Der ist ja platt wie ein Pfannkuchen. Was denn das? Fährt er noch? Nein. Nein, tut er nicht. Diesmal springen wir weit, weit, weit rechts ab. Letztes Mal sind wir sehr gerade abgesprungen. Ich glaube, das schaffen wir diesmal nicht, weil ich selber lenke. Aber ihr könnt es ja mal versuchen. Erstmal wollen wir auf der Strecke nur landen. Allein das könnte schon problematisch wieder werden. Aber eigentlich habe ich... Ich bin echt weit nach rechts gefahren. Okay, wir schaffen es auch auf die Strecke. Weit übers Ziel hinaus. Wieder platt wie ein Pfannkuchen. Aber... Okay, auch interessant. Unsere kaputten Reifen. Oh shit. Der ist schön kleben geblieben, ne? Auf jeden Fall probieren wir es jetzt nochmal an First Person auf. Also nur den... RIP. Schneller. Alter, ich liebe diese Slow-Motion-Funktion. Oh, ist vielleicht ein bisschen arg slow. Ach man, ich hatte mir weniger Schlittern erhofft. Ach man. Ich wünschte, wir hätten es vielleicht ein bisschen überschlagen. Da ist ein Anagramm für Ape einfach im Kennzeichen, fällt mir gerade auf. So, dann fliegen wir wieder. Denken nach links, nach rechts. Ich weiß nicht, was das bringt, aber vielleicht bringt es ja was. Es fühlt sich nicht so an, als würde nach links, aber nach und rechts, aber das hier bringt auf jeden Fall. Habe ich vergessen, nach rechts zu fahren? Anscheinend. Mach den Backflip! Mach den kompletten Backflip! Oh! Ja. Warum nicht? Der ist auf jeden Fall kompakt. Nennt man einen Kompaktwagen sowas? Qualität erkennt man daran, dass die Scheibe samt Fahrerkabine auf der Motorhaube ist. Und jetzt nochmal das Ganze in First Person. Ich hoffe, das klappt so, wie es mir wünsche. Gerade eben habe ich leider einen Überschlag gemacht, aber hat ja nichts an diesem wundervollen Aufprall geändert. So, dann fliegen wir diesmal nicht ganz so. Dann schalten wir einfach den Motor aus und hoffen, dass wir nicht zu weit fliegen. Dann gehen wir jetzt gleich in Slow Motion. Na, wir werden wahrscheinlich nicht hier die Rampe treffen, aber darum ging es bei dem Versuch ja nicht. Es ging darum, jetzt sich in die First-Person-Lösung zu setzen und den Aufprall zu genießen. Die Schatten sehen echt gut aus. Oh. Ah, war nicht so geil. Weil wir einfach sofort durch den Boden geschrammt sind, leider. Naja, wieder platt, natürlich. Ist der Standort bei dem Wagen. Okay, dann probieren wir jetzt nochmal eine andere Map aus. Experience Center kenne ich noch gar nicht. Wir nehmen mal Default. Wahrscheinlich sind das einfach nur verschiedene Spawnpunkte gewesen. Aber ist ja egal. Oh Gott, nein. Nein. Pain. Er rutscht immer noch. Das ist eine Rennstrecke. Glaube ich zumindest. Das ist eine Rennstrecke. Ja, fuck you. Das Geräusch geht mir auch zu sehr auf den Sack. Tut mir leid. Den werde ich, glaube ich, nochmal wann anders ausprobieren. Was, ich glaube, der Sunburst will ich jetzt wahrscheinlich ziemlich cool, glaube ich sogar. Aber welche nehmen wir? Wir nehmen mal die... Die hier sieht richtig swaggy aus. So. Oh, der hört sich auch... Oh. Alter, ist ja ein Orgasmus. Oh. Ja, schneller, Alter. Geil. Man hört den Wind pfeifen. Absperrung. Egal, wir rasen mal rein. Und gucken uns das natürlich an. Alter, das wird ein genialer Crash, sage ich.
Nice. Aber das sind halt so die Sachen, die wahrscheinlich diese Map ziemlich zum Laggen bringen. Weil hier so viele Details drin sind. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass hier so viele Details drin sind. Aber ich weiß halt nicht. Vielleicht liegt es auch an meiner... Oh. Hier ist überall abgesperrt. Was ist denn das? Kann ich drum rumfahren? Ah. Schön um die Kurve. Also schön natürlich nicht, aber um die Kurve. Ja, das war doch fast gut. Probieren wir gerade nochmal. Das ist natürlich seltsam dann. Oh shit. Fuck, ich hab zu lange auch noch. Naja. Hätte besser laufen können, sagen wir mal so. Wir versuchen jetzt uns nochmal... Ich habe noch nie ein Szenario gemacht, glaube ich. Ich glaube. Können ja mal eins probieren, was gab's denn? Doch, das haben wir gemacht. Ich wollte unbedingt wissen, was das ist. Intersection. Machen wir das mal. Keine Ahnung, was das ist. Mal gucken, ob es Spaß macht oder so. Keine Ahnung. Okay. Oh Gott, das war zu langsam. Are you serious? Nein, nein, nein! Ah, das ist ein bisschen Scam. Nein! Nein, so close! Holy shit, ich hab mich verzählt. Das Game Vollgas, Scheiße. Nein! Nein! Liebe Lame. Nö! Okay, ich habe es jetzt nochmal mit der am Anfang stehenbleiben Taktik versucht. Mal gucken, ob das diesmal was wird. Warum habe ich denn auf... Bin vom Gas gegangen. Diesmal wird es bestimmt was. Yes! Success! Was gibt's noch so? Jumps. Wir machen noch mal Jumps. Wir probieren es wenigstens. Ich habe mir nicht durchgelesen, was wir machen mussten. Eigentlich ist das relativ... Ich dachte, ich glaube, ich hoffe, es ist relativ... Oh, ist zu schnell, oder? Das war auf jeden Fall zu schnell. Aber ich will auch nicht Fullspeed fahren, weil das ist eh immer zu schnell, Fullspeed. Fullspeed ist nie gut. Oh, fuck. Radiator damaged. Und ich weiß, dass es nicht gut ist. Oh, der war smooth. Oh, der war richtig smooth. Der war nicht so smooth. Oh, der war nochmal richtig geil. Oh. Suck ass. Nice. Oh, ich habe mir schon welche runtergeladen. Okay, dann machen wir nächstes Mal Cubes. Mal gucken, was man beim Oval Race machen kann, weil wir jetzt... Das hat so lange gedauert, die letzte. Jetzt habe ich auch noch Zeit für sowas. Keine Ahnung, was wir machen müssen. Wahrscheinlich einfach nur Gas geben. Das Lenkrad ist halt leider echt ein bisschen... Ich werde mal gucken, vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das anzuschließen. Nein! Nein! Ich bin so scheiße! Nein! Oh. Good job. Okay, das mal haben wir es geschafft. Und... das machen. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, ich habe auf... Ah, ne, es gibt anscheinend kein Slow Motion. Holy shit, wie weit wir fliegen. Hat es nicht geschafft? Suck ass? Hallo, suck ass? Oh, Lap 2 von 3, nein! Okay.
Nein! Nein! Bitte survive, bitte survive, bitte survive. Ich hab keinen Bock, das von vorne zu machen. Fahr auch. Bitte fahr weiter. Kann ich respawnen, ohne dass irgendwas... Ich hab nicht mehr die... Das war's mit einer weiteren Runde BeamNG Drive. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Wenn ich noch irgendwie mal BeamNG spielen sollte, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich gucke natürlich auch auf die Bewertungen, ob euch das gefällt oder nicht. Vorschläge, bla bla bla, alles in die Kommentare habe ich schon vorher gesagt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!